Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. AstraZeneca kürzt erneut Impfstofflieferungen an die EU. Statt 220 Millionen Dosen sollen nur noch 100 Millionen bis Mitte des Jahres geliefert werden. Der Konzern nannte unter anderem Exportbeschränkungen als Begründung. Thüringen stoppte daraufhin vorerst die Impfterminvergabe. Selbstversorgung mit Corona-Impfstoff. Ab 2022 solle Deutschland ausreichend eigene Produktionskapazitäten haben, sagte der Impfstoffbeauftragte der Bundesregierung Krupp der Funke Mediengruppe. Eine Taskforce werde hierzu ein Konzept erstellen. Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt weiter. Dem Robert-Koch-Institut wurden 12.674 neue Fälle gemeldet, rund 3.100 mehr als vor einer Woche. Die 7-Tage-Inzidenz liegt mit 76,1 deutlich höher als gestern. Erneut Tote bei Protesten in Myanmar. Augenzeugen und Medien zufolge starben seit gestern Abend mindestens 6 Menschen, als Sicherheitskräfte brutal gegen Demonstrierende vorgingen. Trotz Ausgangssperre waren wieder Tausende auf die Straßen gegangen, um gegen die Militärjunta zu protestieren. Mindestens 8 Tote bei Bombenanschlag im Westen Afghanistans. Etwa 50 Menschen wurden verletzt. Laut Behörden galt der Anschlag einer Polizeistation in der Stadt Herat. Präsident Ghani machte die Taliban verantwortlich. Sie bestreiten das. Das Wetter. Heute verlagert sich Regen über weite Landesteile hinweg in den Süden. Davor in Alpennähe noch freundlicher. Von Nordwesten her Übergang zu Schauerwetter samt einzelner Gewitter. Es ist stürmisch, 5 bis 15 Grad.